Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3 Remastered. Immer noch hier in Aldwych. Und ja, wir haben im letzten Part hier Aldwych ein bisschen erkundet und haben schon gesehen, was so die ersten Gefahren sind, die Kollegen, die hier rumlaufen, aber natürlich auch unsere gute Züge. Allerdings haben wir jetzt noch mehr Spaß hier, denn wir haben einen riesigen Bohrer und eine sehr tiefen Schacht. Da sollten wir vielleicht nicht runterfallen. Ich würde den Bohrer mal so angucken, actually. Ja, doch. Die Stacheln sind auf jeden Fall auch ein bisschen gefährlicher. Außer vorher waren es aber Dreiecke. So, okay. Wir müssen diesen Schacht einfach nur überleben. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Oh. Okay. Warte, ich habe verstanden, was ich tun soll. Alles gut. Moment. Das könnte ein langer Schacht werden. Okay, ich habe versucht zu springen, aber es ging nicht. Moment, wie um alles in der Welt? Nee, das war auch nicht, was ich wollte. Oh mein Gott. What am I doing? Oh mein Gott, warte, okay, wir machen das anders. Wir rutschen einfach so runter. Und fallen dran vorbei. Perfekt, danke Lara. Das war sehr hilfreich. Ich habe rein gedrückt. Vielleicht glaube ich einfach mal so. Ich glaube, ich verstehe. Ach, natürlich. Sollte vielleicht statt einer. Wieso hast du den nie festgehalten? Vielleicht statt einer seitwärts. Also statt einer Rechtsrolle. Sprung. Einen Linkssprung machen. Oh, mein Secret. Let's go. So. Ja, damit. Ein Secret. Das ist doch schön. Warte, wo geht's da hin? Achso, hier können wir da hoch. Was machen wir? Oh Gott, Hilfe. Was machen wir jetzt hier? Hat das irgendeinen Sinn? Nicht wirklich, ne? Hm. Na gut. Dann gehen wir nach unten. Da liegt nochmal ein Medipack rum, schön. Hat das vielleicht doch einen Sinn hier oben? Ich habe das ganz leichte Gefühl. Oh, ups. Man hier irgendwo hoch? Nö. Aua. Voll gegen die Kante geklatscht. Kann man. Da kann man nicht dran klettern, oder kann man da hochspringen? Nee, oder?
Gut. Wäre schon cool, wenn man da hoch könnte, ne? Ich glaube, müssen wir gar nicht hoch. Ich weiß doch nicht, was wir unten so. I'm very confused, was wir hier unten machen, ehrlich gesagt. Aber gut, dass ich wieder irgendeinen random Schalter übersehe oder sowas. Ist hier unten irgendwas drin? Hallo? Okay. Oh, hier ist aber nur sehr dunkel im Originalen. Ich kann mit dem Originalen hier durch, vielleicht habe ich wirklich irgendwas übersehen. Ach, Quatsch. Ja, den schaffen wir nicht. So, nochmal hoch da bitte. Da ist ein Eingang, alles klar. Das war nicht ganz mein Ziel. Ich wollte hier aber wieder hier runterrennen. Das Wasser. Da drüben ist auch nochmal ein Gang. Hier kann man hochklettern. Und hier ist ein Kristall. Ansonsten ist hier, glaube ich, auch nichts, ne? Ja. Führt das Wasser zu irgendwas? Es ist so dunkel hier drin, oh mein Gott. Ne, es ist einfach nur zum Löschen. Da oben ist ja Feuer, wie man hört. Also ist das jetzt wieder so eine Madubo-Schlucht. Feeling, ja. Hurra. Also ich kann hier sogar stehen. Das wusste ich nicht. Okay. Das ist schon mal gut. Wo ist mein Ziel? Da oben wahrscheinlich. Hoch da hochkommen. Okay. Mein Gott. Hangelt sie sich erstmal zur Seite? Ich glaub's ja nicht. So. Warte, ich will kurz einmal wissen, ob da unten noch irgendwas auf der anderen Seite der Plattform war. Bevor ich jetzt irgendwie da runtergehe und dann. Also hier meine ich jetzt so. Ist da irgendwas? Ne, da geht's nur wieder nach dem Tod. Okay. Das ist gut zu wissen. So, dann einmal hier hoch. Achso, wir können so laufen. Ich dachte, wir müssen hier hangeln. Das ist sehr vorteilhaft. Dann einmal da hoch. Da nicht hoch, okay. Was bist du eigentlich? Ah ne, da kann man, okay. So. Da ist ein Schalter. Ah, den Ort kennen wir doch. Oh Gott, hier ist Feuer. Oh Gott, hier ist Feuer. Runter. Überlebe ich das? Kann ich verstehen? Ah ja. Na dann. Ja, ich hätte mich vielleicht einfach ducken sollen. Das wäre vielleicht schlauer gewesen, einfach den hier zu machen, statt dahin zu gehen. Ich hoffe, hier geht es irgendwo raus.
Denn wir brauchen immer noch einen Rückweg zu dem Raum. Denn am Bohrer kommen wir ja wohl eher weniger vorbei. Hallo? Ah ja, wir sind über der Station. Wir können ja mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Da sind Ratten und ein Medikament. Und gleich noch irgendwas. Schrotflintenmunition. Nice. Sonst ist hier aber sonst nichts. Right. Gut, dann ab nach unten wieder. Ich glaube, wir sind jetzt auch bei der anderen Station. Also bei dem anderen Ausgang. Also hier genau, da ist das Loch, wo wir runtergefahren sind letztes Mal. Hallo. Den Hund nicht zuerst zu machen, war die dümmste Idee im Freizeiten. Aber naja. So ist das Leben. Die Tür hier ist auch noch verschlossen. Ups. Da brauchen wir einen Schlüssel, okay. Hier um die Ecke. Ist wahrscheinlich auch eher unangenehm. Ja, da sehe ich kein Licht, also wird da nichts sein. Ich spring wieder dagegen, perfekt. Ist hier irgendwie ein Licht? Da unten ist ein Licht. Ich renne da mal hin. Ich weiß, wo wir lang müssen, aber ich will kurz einmal gucken, ob ich da lang kommen würde. Ob da irgendwas ist. Aber wahrscheinlich sterben wir einfach nur. Jo. Und auf der Seite wahrscheinlich genauso. Aber testen kann man ja trotzdem. Diese Fackeln gehen echt ganz schön schnell aus, ne? Das ist gerade in London hier sehr unangenehm. Ja, da ist auch einfach nur rotes Licht. Ja, da werden wir nicht durchkommen. Das können wir vergessen. Na gut, dann gehen wir wieder nach unten. Hier irgendwie an der Wand war aber auch nichts Interessantes mehr, oder? Genau, hier ist schon, das brauchen wir auch noch später, meine ich. Was ist denn eigentlich drauf? Oh, man sieht es nicht, weil es dunkel ist. Chalk Time. Ah ja. So, da wird man nicht mehr Zeit, das mal ausgelöst. Das ist so gut. So, wir dürfen wieder nach oben klettern. Na komm. So. Eigentlich hätten wir auch so einen Zug nochmal angucken müssen vom Nahen. Machen wir das nächste Mal. Wir werden wahrscheinlich noch ein paar Mal an den Gleisen vorbeilaufen. Da bin ich mir noch ziemlich sicher. Ich meine, immerhin ist das ganze Level benannt nach der U-Bahn-Station. Also jetzt komisch, wenn wir nicht so viel von den U-Bahnen sehen würden. So, dann einmal hier hoch und einmal hier hoch. Oh. Der Sprung war ja richtig gut. Hey.
Es geht. Meine Friends. Ha. Oh Gott, Hundi. Du hast nichts dabei? Nein? Okay. Ich wollte dich gerade angucken. Mir fiel gerade ein, dass ich euch noch gar nicht angeschaut habe. Und dann verschwindet er einfach. Frechheit. Ich glaube, tagt. Unglaublich. Okay. Munition. Es ist immer noch weird, dass die Platten so leise runterfallen. Ich meine, im Vergleich mit dem ersten Teil sind die einfach, waren die einfach so boom. Und jetzt ist einfach nichts mehr. So. Kistchen auf Seite schieben. Luca ist offen, ein Träumchen. Hier oben war sonst nichts, ne? Nee, okay. Dann gehen wir doch mal da hinunter. Ich muss wieder eine Fackel anmachen, es ist zu dunkel. Das ist ja crazy. Ah ja, das war, glaube ich, zeitgesteuert hier. Irgendwie. So, warte, ich speichere mal ganz kurz. Was war hier? Fackeln, wichtig. Und Dunkelheit. Achso. Hier kommt man rein. I see. Okay. Na gut, dann versuchen wir mal. Ich weiß nicht, ob das hier um die Ecke war. Ich sehe nichts. Oh Gott. Achso, nee, warte mal, war's nicht. Achso, nee, Quatsch, ich bin Trottel. Ich weiß, was die machen. Ich meine, ich muss den hier zuerst drücken. Oder muss ich den anderen zuerst drücken? Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es nachher machen. Nein, falsche Richtung. Gerne hat sich wieder geschlossen. Aber das ist okay. Nein, ich schwimme. Ich höre es wieder zu. Lara kam aus dem Wasser raus. Okay. Wir haben noch einen Safe rumstehen. Da, weil hier auch so random rumsteht. Okay. Wir laden. Und wir machen zuerst den hier. Das ist der vordere IC. Bin wieder ins Wasser gelaufen. Ich hasse mich. Warum ist diese Scheißpfütze hier? Mann! Okay. Wir speichern einfach genau in dem, wo wir den Knopf drücken. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Du blöde Kuh. Oh Gott. Zum Glück. Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut für diesen Part von Tomb Raider 3 Remastered und wir werden im nächsten Part dann hier die erste der beiden Türen untersuchen. Machen wir sie nach vorne. Und ja, bis dahin sage ich ciao.